Meine Damen und Herren, das deutsche Fernsehen wünscht Ihnen einen angenehmen Dienstagabend und gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm. Nach dieser kurzen Übersicht folgt Bananas vom Westdeutschen Rundfunk. Um 21 Uhr folgt Report Baden-Baden. Geplant sind unter anderem folgende Beiträge. Türken raus, die Abschiebepraxis der Behörden. Neue Verhaftungen in Jena. Auf dem Weg in den Atomstaat, Personalüberwachung in den Kernkraftwerken. Nachgefragt, Hilfe für Äthiopien, Zuschauer reagieren auf Reportfilm. Um 21.45 Uhr folgt dann ebenfalls vom Südwestfunk Baden-Baden eine weitere Folge von Dallas. Cliff Barnes ist verzweifelt und unternimmt einen Selbstmordversuch. Seine Mutter sagt daraufhin den Ewings den Kampf an. Danach um 22.30 Uhr die Tagesthemen und vom Sender Freies Berlin folgt dann um 23 Uhr Arena, Kultur vor Mitternacht. Und gegen Mitternacht meldet sich aus Hamburg die Tagesschau. Sendeschluss ist heute gegen 0.10 Uhr. Soweit diese kurze Übersicht. Meine Damen und Herren, Bananas geht nach dieser Folge in einen kurzen Winterschlaf, um im Januar wieder aufzuwachen. Heute aber noch einmal Popmusik vom Feinsten und wie immer ohne Fremdvideos, alles handgemacht und präsentiert von den Bananas. Viel Vergnügen. Hi. Hi. Bananas. Hallo Bananas-Freunde. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt an unserer Aufmachung. Wir drehen in Österreich. Diesmal die ganze Folge in freier Natur. Im Salzburger Land. Und da hält jetzt Affenjeil ab mit UB40 und dem Titel Red, Red, Wein. It's up to you.
Tag. Grüß Gott. Oha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sagen Sie mal, junge Frau, ist das nicht ein bisschen gefährlich? So ein tiefer Abgrund und denn kein Warnschild. Ein Warnschild? Ja, ein Warnschild haben wir schon gehabt. Aber da ist halt nie einer runtergefallen. Und dann haben wir das Schild wieder weggenommen. Ave Maria. Hallo, Olivia. Preisfrage. Wer von den dreien ist Boy George? Ja, also ich glaube, der Linke. Quatsch, das ist der in der Mitte. Nein, das Mädel rechts. Keiner. Seid ihr? Wir sind die sieben Zwerge. Ich sehe aber nur zwei. Sie wissen doch, wie schwer es heutzutage ist, gutes Personal zu bekommen. Und nun wird ein Wunder geschehen. Mit Nina Hagen. Keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar.
gelben Stern. Und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern. Dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Mal herhören. Wer von euch errät, was ich hier für ein Tier auf meiner Schulter sitzen habe? Darf die Nacht mit mir verbringen? Süßer, komm. Na komm. Versuch's mal. Es ist nicht schwer. Was ist das für ein Tier? Hm? Ein Elefant? Erraten! Oh, komm mit! Oh. Freunde, das ist nicht die neue Folge vom Rätselflug, sondern immer noch Bananas. Ja, wir sind hier auf der Suche nach Max Werner. Wir müssen ihn finden. Irgendwo ist er. Auf What's going on in your mind? What is it you wanna find? Won't you wait?
Jetzt sind wir schon seit 4 Wochen verschollen. Ja, und der Schneesturm hört immer noch nicht auf. Uns finden die nie. Ich glaube, uns sucht gar keiner. Bananas, seit 4 Wochen verschollen. Wir haben jemanden auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Ratet mal wen. Cliff Richard. Never say die. Fährt gleich. Willst du, dass die ganze Reisegesellschaft auf uns warten muss? Oh, entschuldige, Liebling. Ober, bitte zahlen. Ja, komm schon. Komm gleich. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Herr Ober? Ja, ja. Ich möchte gern zahlen. Ja, komm sofort. Sag mal. Herr Ober, zahlen! Ja, ja. Du, jetzt ist aber Schluss, du. Komm, mach dich in das Geld hier hin. Und dann. Typisch Touristen. Zechebrillen. Aber 100 Mark Trinkgeld. Tja, liebe Bananas-Freunde, ein großes Ereignis steht bevor. Ich werde heiraten. Ich habe mir auch meine Braut gleich mitgebracht, Tracy Ullmann. Und neben mir steht auch gleich der Pfarrer. Sicher ist sicher. Allerdings weiß noch keiner was davon. They don't know. You've been around for such a long time now. Or maybe I could leave you, but I don't know how. And why should I be lonely every night when I
Das ist ja ein tierisch tiefer Abgrund, Herr Förster. Sagen Sie, ist da nicht öfter schon mal einer runtergeflogen? Öfters? Na, immer nur einmal. So ein bisschen links, noch mehr. Stopp. Okay, noch ein bisschen rechts rüber. Rechts, okay, stopp, so ist gut. Und jetzt kommen. Obwohl es uns in Österreich sehr gut gefallen hat, haben wir einen kleinen Abstecher gemacht. Und zwar nach Rom, denn immer nur Semmelknödel essen wollten wir auch nicht. Eben, und da haben wir mal so richtig viel Spaghetti gegessen. Und wen haben wir da getroffen? Mit einem Klavier mitten auf einer Tiberinsel? Antonello Venditti. Mit Grazio Ruh. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è che batte forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. Hallo Bananas-Freunde! Wir haben so viele Stars in unserer Sendung gehabt, dass ich mich einfach mal erholen musste. Deswegen bin ich hier in diese schöne, ruhige Natur gegangen. Weit und breit, keine Menschenseele, nur ein... Na nun, Professor Moser aus der Plattenküche! Was machen Sie denn hier? Ich sage den nächsten Titel an. Und zwar Taco mit Super Physical V-Selection. Da kommt er ja schon.
me what goes on in labs and surgeries. New testimonies of a clumsy newborn child. Moral dysfunction and minds so full of sin. Weird ideas that warp man's civil rights. Orwell's intentions became reality. How could that happen to humanity? About with life. Just take your pick, boy or girl intelligent. Defrost on time, see you 2009. Kontrolle. Mhm. Die Papiere, bitte. Mhm. Erwin, ich glaube, ich spinne. Herr Nachtmeister, wo geht's denn hier zum Flughafen?
geregelt. Im Auftrag des Autohauses Schniedermann überreiche ich Ihnen nun diesen Schlüssel. Und nun zu unserem Sonderservice. Sie wissen ja, das Ärgerlichste im Leben eines neugeborenen Autos ist der erste Kratzer. Und wir haben uns gedacht, den liefern wir nun gleich mit. Ja, da unten ist schon gut. Ja. Ja. Halt, halt nicht diesen Baum! Was ist? Schütz doch die Natur! Ein 100-jähriger Baum, der darf doch nicht gefällt werden! Na komm, mach mal bloß Zeit. Hey. Ökospinner, gell? Ja. Verschwind, geschwind! Das war aber knapp! Endlich bei Bananas! Genesis! Mit einem Titel, mit dem Heintje schon einen großen Erfolg hatte. Mama. Meine Kinder. Guten Tag. Schau doch mal, Liebling. Ist das nicht ganz reizend, dieses kleine, süße Kapellchen? Ja, ganz entzückend. Und das Türmchen mit dem kleinen Glöckchen drauf.